Guten Abend, meine Damen und Herren. Das internationale Abkommen für Urheberrechtsschutz und gegen Produktpiraterie im Netz. ACTA, die Abkürzung. Dabei betrifft das auch uns in Europa. Seit 2006 verhandeln die beteiligten Staaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Intransparenz. Warum? Mit offenbar unangenehmen Nebenwirkungen. Das Abkommen würde die Bürgerrechte massiv einschränken. Eine dramatische Einschränkung von Freiheitsrechten im Internet. Europäische Verhältnisse, in denen die EU-Kommission ein weitreichendes Abkommen im stillen Kämmerchen verhandelt. Zensur, totale Überwachung. Heute haben europaweit 100.000 Demonstranten gegen das Abkommen protestiert. Was da geschieht, ist ein Attentat auf die Freiheit. In Wien waren heute mehrere tausend Demonstranten unterwegs. Demonstrationen auch in Deutschland, Tschechien, Bulgarien oder Estland, trotz beißender Kälte. Das sind die Jungen, die sich wehren. Was Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bürger angeht, sollten wir uns an den USA orientieren. Telefonüberwachung, Online-Durchsuchung, Datenspeicherung und ab und zu ein Fingerabdruck, das ist kein Teufelszeug. Erinnern Sie sich noch an George Orwells Big Brother is Watching You? Nicht nur, dass der Staat unsere Computer über sogenannte Bundestrojaner ausspähen kann. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ein noch viel größeren Überwachungsprojekt. Sein Name INDECT. Das Ziel, die Entwicklung einer multimedialen Überwachungsplattform. Alle verfügbaren Quellen sollen zusammengeführt und ausgewertet werden. Big Brother auf öffentlichen Plätzen. Auffälliges Verhalten soll vom INDECT-System aufgespürt und den Sicherheitsbehörden gemeldet werden. Das ist sozusagen die technische Umsetzung des Generalverdachts. Die erschreckende Vision von einem Staat, der seine Bürger rund um die Uhr überwacht. Überwachungskameras. Ein Computerprogramm vergleicht ihn mit allen verfügbaren Fotos in Datenbanken und im Netz. Er wird identifiziert, sein Handy angezapft. Das System schlägt Alarm. Die Staatsmacht greift zu. Die von Menschen nicht mehr überwachbare Datenflut soll bald einem zentralen Computer überlassen werden. Kein Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Film. Denn INDECT soll nicht nur die Realität beobachten, sondern auch Vorhersagen treffen. Das ist Orwells Albtraumvision vom perfekten Überwachungsstaat. Da sind wir alle. Wir alle geraten durch diesen Sicherheitswahn in die Situation, verdächtig zu sein. In den Augen des Systems sind wir alle mögliche Verbrecher, die beobachtet und kontrolliert werden müssen. Die Staatsgewalten spielen verrückt in unserer Gesellschaft. In Zeiten der Terrorbedrohung wird unser Sicherheitsbedürfnis immer größer. Dieser Mann könnte ein potenzieller Attentäter sein. Vor einer scheinbaren Gefahr soll die Gesellschaft ihre gesamte Freiheit aufgeben. Was also, wenn ein neuer Terroranschlag wie in London oder Madrid Europa erschüttert? Wenn Bilder von Toten und Verletzten um die Welt gehen? Werden wir dann unsere Freiheit opfern, wenn INDECT verspricht, für Sicherheit zu sorgen? Wir wandeln uns von einer Rechtsgesellschaft in eine Sicherheitsgesellschaft. Auch die EU will die INDECT-Forschung in konkrete Praxis umsetzen. Das Menschenbild des Tatverdachtes ist kein Menschenbild der Demokratie. Von Transparenz scheint man nicht viel zu halten. Die Kritik der Datenschützer halten die Projektverantwortlichen langfristig für überwindbar. So nach dem Motto, wenn die Bevölkerung sich erstmal daran gewöhnt hat, dass sie überwacht wird, dann wird sie auch nicht widersprechen, wenn wir diesen Bereich ausdehnen. Der Rechtsstaat ist mittendrin in der Auflösung. Aber erstmals räumt die Kommission nun ein, dass ein Einsatz auch innerhalb Europas geplant ist. Heimlich still und leise. Schon 2012 zur Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine und Polen soll die Technik einsatzbereit sein. Beruhigend ist das nicht gerade.